Oh, wir haben zwei Bewohner dazu bekommen. Nice. Sehr geil. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay, wir haben zwei neue Bewohner dazu bekommen. Das ist ja fantastisch. Jetzt natürlich die Frage. Oder hinten, das Haus ist fertig. Cool. Sehr hübsch. Da wird gleich noch ein Wohnhaus daneben gebaut. Perfekt. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Da ist auch eins gebaut. Wie gesagt, hier hinten haben sie irgendwie keinen Bock zu bauen. Finden sie nicht so geil, sagen sie. Naja. Dann halt nicht. Ich überlege jetzt gerade, wo könnten wir denn noch jemanden gebrauchen, der arbeitet? Holzfäller eigentlich weniger. Baumeister gibt es auch nur einen. Wir könnten noch einen Träger vielleicht gebrauchen. Hier, der Sachen hin und her trägt. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Zack, es müsste jetzt einer von den beiden hier werden, glaube ich, ne? Wunderbar. Jetzt haben wir noch Leo Fever. Die ist auch noch arbeitslos. Was machen wir denn mit dir? Oh, die Steine sind voll. Wir brauchen ein Lager. Wir brauchen Lager. Kriegen wir hier Lager? Oder müssen wir erst das Herrenhaus bauen? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay, dann müssen wir das bauen. Bauen wir das Herrenhaus direkt an den Strand? Oder bauen wir das Herrenhaus hier oben auf den Berg? Okay, dann okay, wenn da oben auf dem Berg ist, scheiße. Dann lass doch einfach das Herrenhaus hier hinten hinbauen. Die wollen doch hier sowieso nicht wohnen. Ja, komm, setzen wir das hier hin. Auf dem Berg haben wir nicht so viel Platz, leider. Ja, hier, komm. Schon auf den Berg, um aufs Gesindel herabzublicken. Ja, Mann. Okay. Boah, was es da alles gibt bei dem Haus. Uff. Kann man noch eine Tür dazu bauen. Erweiterung, Turm, Holzturm, Erweiterung. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Was? Wieso können wir das nicht bauen? Was fehlt denn da? Wir haben alle Materialien, wir haben auch das, warum können wir das nicht bauen? Ach, eine Tür. Ach so. Ja, hier, ne? Wer braucht denn schon Türen? Tobi steigt zu Hause durchs Fenster. Na, Sigi. Okay, warten auf einen Baumeister. Haben wir Baumeister? Ja, ne? Wir haben aber einen nur, glaube ich. Oh, ne, wir können noch einen dazu. Ja, wir haben doch sowieso eine Arbeitslose hier noch rumlaufen. Das heißt, wir können da easy noch die Dame hinpacken. Das heißt, die kann da auch mit anpacken, da beim Herrenhaus. Wunderbar. Hier hinten schön zwei Wohnhäuschen, ne? Ach, toll. Toll, toll, toll. Sehr, sehr geil. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ach, das floriert alles, das freut mich. Sehr schön.
Okay, wir machen Zuweisen der Funktion große Halle zu einem Raum in dem Herrenhaus. Müssen wir noch machen und befördert einen Dorfbewohner zu Leibeigner am Anfang des Monats. Okay, wen haben wir denn hier? Jörgs von der Führerscheinstelle, okay. Görchen haben wir hier. Ah, Baram ist auch gerade noch am Sammeln, wunderbar. Was macht sie denn? Auch Sammler. Sehr nice. Das Spannende wird ja gleich sein, wer wird unser erster Leibeigener? Ah, das ist Jörg von der Führerscheinstelle, okay. Kann sein, dass der Lagerplatz für Bären voll ist. Ja, das ist gut möglich. Das. Ah, nee, warte mal, die Sammlerhütte ist aber noch frei. Und hier ist 30 von 400. Nee, da ist gar nichts voll. Ist alles gut, da geht noch mehr als genug rein. Was haben wir hier? Körchen, okay, hat Feierabend scheinbar. Wen haben wir denn hier noch? Eine Trägerin. Wer will hier Packesel sein? Jemand Interesse, Packesel zu sein? Herr Schee, gute Nacht, schlaf gut. Oh, wir kriegen wieder zwei Bewohner dazu. Vielleicht müssen wir bald die Einwanderung mal begrenzen, vielleicht sogar. Vielleicht müssen wir bald mal die Einwanderung begrenzen, weil so viele Wohnhäuser haben wir halt auch gar nicht, ne? Wir können halt die auch noch nicht erweitern bis jetzt. Vergrößert man da das Gebiet. Du gehst hier unten auf Territorium und dann kannst du hier kaufen. Kostet allerdings 500 Münzen. Und wir haben gerade 267. Kriegen aber auch nur 7 plus die Woche, oder was? Basis 500 Münzen, okay. Ja, mal gucken, mal gucken. Bald können wir ein bisschen erweitern vielleicht, aber ob wir das machen sollten, ist halt auch die andere Frage, ne? Bin ich noch so ein bisschen hin und her. Kein Plan. Vielleicht habe ich auch hier so ein bisschen zu große Fläche irgendwie gemacht für Abbau von Holz, aber ich denke halt, Holz kann man eh nie genug haben. Wir können hier nochmal zuweisen, vielleicht bauen sie da ja auch noch ein Haus hin, ich habe keine Ahnung. Wir weisen hier einfach mal fröhlich zu und gucken, was passiert. Die werden sich da schon irgendwie, einzurechtfriemeln, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier hinten das Steingebiet, ne? Mit damals Fallout 4 bei PlayStation Store gekauft habe, habe ich The Wolfenstein 2 New Colossus dazu bekommen. Oh, okay, nice. Geiles Game. Sehr geiles Game. Kann man zocken. Ich liebe so langsame Aufbauspiele, in denen man sich Zeit lassen kann, seine Siedlung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe Kingdoms Reborn mit dem Erik. Ich war anfangs, als wir das angefangen haben zu spielen, war ich so. Oh, das ist aber trocken. Trockene Kost. Hör mal, trockene Kost. Und am Ende war Kingdoms Reborn halt richtig cool. Das Ding ist natürlich, Kingdoms Reborn ist ja im Grunde genommen wie Foundation, ne? Aber ich sag mal, nicht ganz so gut wie Foundation. Aber da arbeitet halt auch nur ein einziger dran, das darf man dann auch nicht vergessen, ne? Deswegen, also Foundation ist da schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Aber wie gesagt, da arbeitet also nur einer dran. Also an Kingdoms Reborn.
Sir Henry, Dankeschön für 6 Monate und Senor Magic, Dankeschön auch an dich für 2 Monate. Chris Mo, Dankeschön für 20 Monate, vielen, vielen Dank. Und Helver Tugior, Dankeschön auch an dich für 23 Monate, vielen, vielen Dank. So. Keine Ressource vorhanden. Was ist los? Wie, was keine Ressource vorhanden? Von was? Auch im Herrenhaus. Was fehlt denn? Nichts. Okay. Ah, das kommt immer mal zwischendrin, wenn der gerade am Nachschub holen ist, oder was? Okay, easy. Ja, mach mal. Mach du das mal, das ist schon okay. Machst das schon gut. Du machst das schon gut. Können wir nicht den Preis eigentlich auch ein bisschen anpassen? Das finde ich irgendwie... Das kommt bestimmt später wahrscheinlich erst, ne? Dass man Preise und sowas anpassen kann. Ich weiß, dass dann auch jede Menge Stuff dazukommt, ne? So Fleisch und alles mögliche. Oh, das Herrenhaus ist fertig. Guck mal! Geil! Okay, können wir hier jetzt... Wir sollen da was machen? Zuweisen der Funktion große Halle zu einem Raum im Herrenhaus. Nein. Ah. Eure Halle-Gesandte werden hier untergebracht. Multipliziert den Prunk der Gebäudeteile um 2. Ermöglicht es euch, die Dorfbewohner zu einem höheren Rang zu befördern. Okay, sehr nice. Okay, das haben wir auch gemacht. Jetzt müssen wir einen Dorfbewohner zu einem Leibeigenen befördern. Okay. Okay, okay, okay. Zuhauseanzeige. Oh, die hatten Zuhause? Wo wohnt die denn? Ach, hier. Sehr schön. Wie haben wir denn jetzt? 2 Wohnhäuser haben wir hier. Wo? Ach, die haben hier noch ein Haus hingebaut. Cool. Hier stehen jetzt 2 Häuser. Und da oben stehen auch 2 Häuser. Alter, das waldet hier komplett zu. Nice. Sehr geil. Aber wir haben 14. Da passen immer nur 2 rein, ne? Das heißt, wir haben jetzt im Moment Wohnplatz für 8 Leute, 14 Bewohner haben wir aber. Wir müssen ein bisschen Holz wegnehmen hier, das hat gar keinen Sinn. Wir müssen hier ein bisschen Holz wegnehmen, das hat gar keinen Sinn. Attraktivität ist natürlich niedrig, weil da oben halt... Ich bin mal Arschloch und setz da oben Häuser hin. Ich meine, die können ja trotzdem hier am Rand vielleicht so ein bisschen bauen, ne? Das kriegen die schon hin. Das geht schon, das geht schon. Okay, die haben irgendwas von einem Leibeigenen gesagt. Wo macht man das denn? Oh geil, wir können hier ein Wasserbecken hinbauen, guck mal. Das ist halt schon mega cool eigentlich, ne? Das ist schon mega geil. Und wieder einen 9 Bewohner dazu bekommen. Scheiß, die war dann. Wir haben auch 3 arbeitslose Dorfbewohner, ne? Verdammt. Arbeitslos. Ja, Schätzchen, ich weiß auch nicht, was du machen kannst, ne? 3 Stück sogar haben wir. Arbeitslos. Ja, keine Ahnung, geh Steine hacken und mach irgendwas, ich habe keinen Plan. Sammler, Träger, Zimmermann, ich weiß es nicht. Der könnte... Wer ist das? Monaut? Okay. Ich mach mal gerade die Einwanderung erstmal aus. Weil wir haben gerade...
Einer davon würde ich mal. Arno Dübel. Von den Holz. Von den Zimmermännern oder was? Warte. Wo sind die Zimmermänner da? Die machen wieder Feierabend. Natürlich. Was haben wir denn hier? Ich arbeite. Zimmermann. Das ist eine Frau. Wir können eine Frau nicht Arno Dübel nennen. Das geht nicht. Ist die Sammlerin? Okay. So. Wer ist denn hier Zimmermann? Wir haben zwei Frauen als Zimmermann. Shit. Ja, komm, da haben wir jetzt noch einen Typen dabei. Der mischt da mal ordentlich auf und trägt den wundervollen Namen. Sehr geil. Das war der gesagt hat, ja, ich weiß, Arno Dübel, kenne ich, ja, klar. Der frechste Arbeitslose der Welt. Der Welt, sag ich schon. Der frechste Arbeitslose Deutschlands. Immer wieder in der Bildzeitung, auf der Startseite gewesen, der Mann. Verrückt. Okay, keine Arbeitslosen. Wunderbar. Baut da oben jemand schon ein Haus? Schade. Okay. Wie sieht's hier aus? 35 Beeren, da haben wir noch ein bisschen was. Okay, wir müssen aber noch ein bisschen warten. Befördert einen Dorfbewohner zu Leibeigenen. Ich arbeite. Sehe ich aber halt nicht, ne? Sehe ich jetzt nicht so wirklich, aber gut. Ja, dann lass die mal aufsteigen. Gottesdienst, wir brauchen halt eigentlich echt immer noch eine Kirche, ne? Schild für Lebensmittelstand. Oh, was man hier alles noch machen kann, ne? Heilige Maria. Was kostet das, wenn wir hier so ein... Ah, nee. Nee, lass das mal. Können wir die Kirche auf den Berg setzen? Meinst du hier oben hin? Würde schon gehen, ne? Ach, warte, man kann so eine Brücke auch einfach nach oben bauen? Wie geil ist das denn? Das ist ja auch irgendwie geil. Cool. Okay, interessant. Gut zu wissen. Das Problem ist, die Kirche wird auch wieder ein Riesengebäude halt, ne? Die ist da oben eigentlich ein bisschen zu... eng. Das heißt, wir müssten eigentlich hier dann auch eine Erweiterung irgendwann kaufen. Das finde ich halt immer ein bisschen blöd bei dem Spiel. Man hat halt am Anfang sehr wenig Platz und die Gebäude lassen sich aber halt ausbauen. Und du musst halt aber die Gebäude dann halt immer abreißen und nochmal neu bauen, ne? Das finde ich immer so ein bisschen schwierig irgendwie, weil... Du kannst ja nur die Gebäude dann abreißen und nochmal neu hinsetzen. Anders dann geht's ja nicht. Guck mal, die stehen ja einfach nur blöd rum und machen nichts. Er auch wieder. Arno Dübel, ich arbeite. Das ist aber ein Komiker, wa? Ja, das ist Arno Dübel, meine Damen und Herren. Ich arbeite, sagt er. Gut. Original, ja. Er verhält sich schon ein bisschen dübelig. Okay, befördert einen Dorfbewohner zu Leibeigenen, das haben wir ja schon gehabt. Und Arbeiterschaft Einfluss. Was heißt das denn? Arbeiterschaft Einfluss? Was meinen die damit, zahlt Arbeiterschaft ein? Die Übersetzung ist manchmal ein bisschen komisch irgendwie.
Ah. Ah, okay. Okay, okay. Alles klar. Wir haben ein bisschen Einfluss bezahlt. Sehr schön. Jetzt können wir ein Lager bauen. Das Ding ist, was können wir denn in dem Lager alles lagern? Warte mal, hier ist das. Weil das Ding ist, wir haben halt eigentlich schon... Ah, okay, ja, okay, doch, 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 das brauchen wir, weil da können wir Holz und sowas lagern. Das heißt, das ist gar nicht mal so ungeil. Das müssten wir halt sehr zentral irgendwo hinsetzen, ne? Hier geht halt leider wieder nicht, weil hier halt schon der Brunnen sitzt. Ich meine, wir könnten den Brunnen natürlich ein bisschen verschieben. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber der Gerät braucht halt schon ein bisschen Platz, ne? Weil so wird es theoretisch gesehen halt gehen, ne? Können wir das hier vielleicht noch irgendwo hinsetzen? Ne. Aber das ist dann halt auch nicht mehr zentral, ne? Ja, schwierig, ne? Ich glaube, hier geht es tatsächlich gar nicht hin. Ich glaube, hier geht es tatsächlich gar nicht hin, weil da der Berg ist, ne? Das kannst du vergessen. Wir könnten es halt erstmal hier hinsetzen. Was bedeutet der rote Ring, der da außen rum ist? Ist das in dem Umkreis quasi nur, wo Sachen eingelagert werden? Lärm. Okay. Aber oben ein Lager hinmachen ist halt auch scheiße, ne? Ob wir es da einsetzen oder da einsetzen, ist beides scheiße irgendwie, ne? Ja, wir können es nur hier unten hinsetzen. Es hat gar keinen anderen Wert. Wir können es nur hier unten hinsetzen. Und da die Wohnhäuser hier sowieso sehr unbeliebt waren. Oder halt doch hier hin, ne? Aber auf dem Bergenlager ist halt auch scheiße irgendwie, oder? Die Map ist auch scheiße. Ja, ja, die ist ein bisschen komisch. Aber damit müssen wir jetzt, damit müssen wir arbeiten. Aber wir könnten es halt hier oben hinsetzen. Ist zwar nicht geil. Aber ist halt jetzt hier nun mal so. 10 Stein, 15 Holz, das kriegen wir hin. Besser als im Wohngebiet. Ja, ja, eben. Eben. Ich meine, da oben haben wir auch Wohngebiet, aber das können wir halt wegmachen, weil die baut da oben baut eh keiner. Hier, da hat eh keiner Bock zu bauen. Ich meine, okay, wobei das da oben können wir mal lassen. Ich lasse das mal hier oben. Aber halt hier, das können wir halt wegmachen, weil da baut eh kein Schwein. Haben die eh keinen Bock drauf. So. Das sieht doch alles schon mal wunderbar aus. Schalte eine Handelsroute frei, um Werkzeuge zu erhalten. Okay. Wie sehen die Temperaturen hier aus? 67 Grad der Intel und das Ding 66.
Und die Grafikkarte in der Spitze bei 93. Das ist doch wunderbar. Trotz dieser Hitze. Fantastisch. Was? Sorry für die Textwall eben. Mein Freund und ich heiraten am 2.7. und schauen seit 9 Jahren immer LPs. Meinst du, du könntest uns kurz zur Hochzeit gratulieren? Landriana und Surio. Landriana und Surio. Ich finde zwar immer schwer Worte, nur was man bei einer Hochzeit sagen könnte. Was wünscht man da? Viel Glück, glaube ich, einfach, ne? Viel Glück, alles Gute und auf eine hoffentlich lange, lange Ehe. Komm mal, euch beiden. Landriana und Surio. Ich hoffe, ihr werdet auf Ewigkeiten glücklich miteinander. Alles Gute. Freut mich. Ja, der Mobot ist immer ein bisschen zickig. Wenn du einen Satz oder ein Wort zu viel machst, dann schmeißt er das sofort weg. Da ist er immer ein bisschen aggressiv. So kennen wir den Mobot. Mobot ist wie Pommes. Er ist auch aggressiv. Pommes raschelt immer richtig aus. Vor allem bei Assassin's Creed immer. So, monatlicher Report. Was haben wir denn hier? Marktplatz 639, Unterhalt 406, Konstruktion minus 50. Aha. Letzter Monat. Wir haben immerhin 192 plus gemacht. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Wir können vielleicht... Ne, wobei können wir eigentlich nicht. Können wir vielleicht... Ne, wir können eigentlich nicht. Haben wir hier auch Wohngebiete? Wieso bauen die hier keine Häuser? Was ist denn mit denen? Ich meine, theoretisch gesehen könnten die doch hier locker noch Häuser bauen. Warum nicht machen dies? Verstehe ich nicht. Aber wir haben halt 15 Dorfbewohner mittlerweile, aber nur Platz für 8 Häuser. Platz für 8, also Häuser, Platz für 8 Leute. Check ich nicht. Okay, das werden die aber schon selber irgendwie hinkriegen. Guck mal hier, was Arno Dübel arbeitet wieder, guck. Arno Dübel ist wieder richtig hart drinne gerade im Job. Oh, Junge, 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 was für ein hartes Arbeiterleben. Leck mich am Arsch, du. Den ganzen Tag hier rumstehen und Leuten sagen, dass er arbeitet. Meine Herren. Der arme Typ. Guck mal, die anderen schleppen hier rum. Und, oh Gott, wir müssen das Dorf aufbauen. Und er, was bist du denn? Bleib hier. Hab ich's erwischt? Irgendwas fliegt hier rum. Keine Ahnung. Irgendein komisches Flattervieh flattert hier rum. Kein Plan. Weiß ich nicht. Egal. Zufriedenheit 100%, was willst du mehr? Ja, der ist ziemlich, ne, der ist easy. Aber oh, jetzt ist er arbeiten gegangen, oder was? Oh, 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 oh. Sieh sich das mal einer an. Guck mal. Was ist das denn? Batman, nee, das ist irgendein Flattervieh, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber das Problem ist halt auch, durch die Lampen kommt halt hier auch extrem viel Viehzeug rein, obwohl ich die Netze dran habe. Aber irgendwie kann's vergessen. Hier kommt trotzdem alles Mögliche rein. Frag mich nicht. Beförderung verfügbar, was ist das denn? Dies ist die Zeit, wo eure Untertanen Beförderung erwarten. Achtet aber darauf, die richtigen Bewohner zu befördern, mein Herr. Aha. Bezahle 140, um alle zu befördern. Am Arsch. Ich würde sagen, als allererstes mal unseren Baumeister, ne? Der Baumeister kriegt mal eine Beförderung, weil der ist wichtig. Arno Dübel hat's eigentlich auch verdient, ne? Arno Dübel hat's eigentlich auch verdient.
Nein, wir warten erstmal. Wir warten erstmal.